Herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 4. Ja, wir sind immer noch unterwegs mit George. Wir sind hier in der Dampfsauna. Nein, keine Ahnung. Also ein Massagezentrum im Vatikan. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwas Dubioses. Auf jeden Fall haben wir hier ein Handtuch gefunden und dann geht jetzt auf jeden Fall unsere Reise weiter in diesem einmaligen Erlebnis. Ich gebe einen aus, Senior. Danke, wirklich sehr freundlich. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, aber okay. Was ist das? Eine unbekleidete Dame. Die okay. Künstlerin ist Caroline Dean. Wunderschön. Mhm. Kunstliebhaber geht hier. Doch nichts über ein schönes Aktporträt. Mhm. Gruselig. Zu. Mhm. Zu. Okay, hier gibt's auch nichts. Immer diese geschlossenen Türen. Noch so ein Foto? Eine unbekleidete Dame. Noch eine? Und dort stellt sich keine Fragen dazu. Warum? Aber okay, gehen wir jetzt hier mal rein. Was ist hier? Ist das wieder eine Dusche? Was ist das? Nichts, ne? Okay. Hier ist irgendwie ein... Ist das ein... Ach, ein Spiegel. Ah doch, wie so ein Dampfsauna? Bad? Fragezeichen. Oh, da ist noch jemand. Was hat er da in der Hand? Das glitzert so. Ja, das sieht doch alles ganz nett aus hier. Hi. Na, du? George, mein alter Freund, wie geht es dir? Dwayne? Mein Dwayne? Gott, sind Sie das wirklich? Oh, wie cool! Du kennst mich doch, George, immer mitten im Gewühl. Dwayne, mein erstes Zusammentreffen mit Dwayne und seiner Frau Pearl war in Südamerika. Damals hatte er diese verrückte Idee, er gehöre zur CIA. Offenbar hat sich daran nichts geändert. Oh, wie cool ist das denn? Oh, ich freue mich so, ich liebe sowas ja total. Dwayne, seine Frau, wie hieß sie nochmal? War das Pearl? Pearl war das, ne? Oh, schön, ja, Pearl. Was wissen Sie über den Laden hier? Priester kriegen hier Rabatt. Und dazu zählen Sie inzwischen, oder was? Zur Hölle, ich trete jedem Verein bei, solange ich dafür Flugmeilen gut geschrieben kriege. Okay. Huch, was ist das denn? Mafia-Bande? Ach so. Okay. Ah, das ist hier eine Zigarre oder so. Und ich dachte schon, was hat er da Glänzendes in seiner Hand? Gehört dieser Laden der Mafia? Jupp. Ich wusste es. Ein Typ namens Spallacci betreibt ihn. Spallacci? Hier? Das ist ein Kerl, mit dem du dich nicht anlegen solltest. Ja, ich habe ihn bei der Arbeit bewundern dürfen. Okay, das wird interessant. Was wissen Sie sonst noch über Spallacci? Im Vatikan schenkt man ihm Gehör. Unglaublich, dass die überhaupt irgendwas verschenken. Der war gut. Guter Scherz. Aber über den Kerl macht man keine Scherze. Mhm. Spallacci ist also der Kopf der ganzen Operation. Er hat irgendwas Großes am Kochen. Und deswegen sind Sie hier? Oh, ich bin nur wegen einer Massage hier, George. Wie geht es, Pearl? Blendend wie immer, George. Das erinnert mich aber an was. Ich muss ihr noch ein paar Mozartkugeln besorgen, bevor ich heimfliege. Mozartkugeln? Im Moment bin ich in Salzburg, du verstehst. Was treiben Sie wirklich hier? Ich folge nur dem Gold, George. Man munkelt, jemand anderer da draußen tut das Gleiche. Hm, vielleicht meinen die mich? Vielleicht dich oder eine ausländische Macht. Oder unsere Freunde drüben in Langley. Ich dachte, Sie wären Langley. Langley? Moi? Man muss mit der Zeit gehen, George, oder man geht mit der Zeit. Okay. Danke, Dwayne. Hm. Das heißt, man erfährt sonst nichts Neues. Also Dwayne ist hier? Wo sind die Massageliegen? Ich sehe keine Massageliegen. Wo kriegt er denn seine Massage? Okay. Brauchst du sonst noch was, George? Hm. Können Sie mir sonst noch was über diesen Club erzählen?
Etwas Großes geht hier über die Bühne, George. Sei vorsichtig. Was wissen Sie sonst noch? Nicht viel. Das meiste kann ich nur raten. Okay. Danke, Dwayne. Danke, Dwayne. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Ach so. Das ist der Verrückte, der meine Handtuch geklaut hat. Okay, George, Zeit für mich zu verschwinden. Ups. Schau an, John. Wen haben wir denn da? Den Installateursnotdienst. Wo ist das Mädchen? Ups. Mädchen? Welches Mädchen? Anna Maria. Das sollten Sie doch eigentlich wissen. Sie haben sie schließlich gekidnappt. Ich verstehe. Und das Geld? Welches Geld? Die große Summe Geld. Da fragen Sie aber den Falschen. Mr. Stobart, bitte beantworten Sie meine Fragen, dann wird alles am Ende deutlich weniger schmerzhaft. Oh. Senor Spallacci, wir haben ein Mädchen. Oh nein. Sie meinen das Mädchen? Nein, ich glaube nicht. Das ist eine andere. Sie heißt... Hey Mädel, wie heißt du? Nico. Nico Cola. Nico? Hey Nico, ich bin's, George. Sie will nicht reden, Signor Spallacci. Wie langweilig. Was soll ich mit dir machen, Signor Spallacci? Diese Nico, was weiß sie? Nichts, sie ist bloß eine Journalistin, glauben Sie mir. Signor Spallacci, was sollen wir mit ihr machen? Sie weiß offenbar nichts. Werdet sie irgendwie los. Halt mir diese Knarre nochmal vors Gesicht und ich schieb sie dir in... Ich meinte eigentlich nicht... Nico! Oh nein! Autsch. Autsch, mein Kopf. Wo bin ich? Nico! Oh Gott, was habe ich getan? Ich fühle mich, als lege ich seit Stunden hier rum. Okay, oh Mann, das hört sich nicht gut an. Also was haben wir hier? Das ist nicht richtig so. Was ist nicht richtig? Ich wollte mir das nur ansehen. Ein Schalter. Ein Schalter. Scheint mit irgendwas auf dem oberen Regal verbunden zu sein. Mhm. Hier ist so ein komisches Häschen. Zügel, wie bizarr. Kann ich mich nochmal drehen? Das ist nicht richtig so. Nein, kann ich nicht. Okay. Was machen wir denn jetzt? George? Achso, kann ich vielleicht hier irgendwie was machen? Ah, ich kann mich bewegen. Sagt das doch einer. Mhm. Das ist nicht richtig so. Mhm. Dann rollen wir hier rüber. Was ist hiermit? Können wir das schalten? Okay. Oh, ouch. Ich habe für Sie aufgeräumt. Behalten Sie die Knute. Okay, das hat ja super funktioniert. Kann man das Ding vielleicht da dran machen mit dem Teil? Warte mal. Ja, das funktioniert. Ich verstehe nur nicht gerade. Ja, genau. Und nun? Ah. Und was ist jetzt los? Kann ich da irgendwie dran? Oder muss ich das Ding nochmal drücken? Wie ist das Ding wieder da drauf gekommen? Oh. Oh. Ich... Was? Nochmal für sie aufgeräumt. Da ist jemand drin. Was der wohl da drin treibt? Okay, warum komme ich da nicht dran? Mache ich das jetzt nochmal oder? Warte mal, ist da was runtergefallen? Kann ich da irgendwie was machen? Kann ich den aufmachen? Kann ich nicht, ne? Da ist ja irgendwas passiert jetzt. Warte mal. Oh. Jetzt passiert nichts mehr.
Was ist damit? Der Gummiboden ist jetzt ganz schön glitschig. Da kann ich bestimmt drüber rutschen. Ist das gut oder ist das schlecht? Nee, da passiert nichts mehr. Ich versuch's nochmal mit dem Schalter. Das passiert? Ui. Uiuiui. Okay, das hat funktioniert. Frei. Wie komme ich jetzt hier raus? Okay. Wahrscheinlich durch hier, durch das Fenster? Oh. Das ist Spallacci. Mit wem redet der denn da? Der Amerikaner hat Anna Maria getroffen. Aber er weiß nicht, wohin sie verschwunden ist. Was war mit dem Mädchen? Sie war nur eine Journalistin. Die weiß nichts. Wusste nichts, sollte ich sagen. Diese Unfälle sind unvermeidlich. Die Zeit wird knapp. Es ist äußerst wichtig, dass Sie Anna Maria finden. Wie Sie wünschen. Bleiben Sie noch? Wir hätten heute ein oder zwei sehr interessante Spezialitäten anzubieten. Gute Güte, das ist Kardinal Gianelli. Der Vatikan verbündet sich mit der Mafia? Danke, mein Freund. Aber unter den gegebenen Umständen wäre das vielleicht nicht angemessen. Natürlich, Eure Eminenz. Ich werde dann mal abschließen. Und wenn Anna Maria nicht von der Mafia entführt worden ist, wo zur Hölle steckt sie denn dann? Okay. Hier sieht aus, als wenn da irgendwie so eine Geheimtür wäre. Aber ich wollte eigentlich noch den Typen befreien aus seiner Kiste. Junge, brauchst du Hilfe? Er ist sehr still geworden. Kann ich ihm irgendwie helfen? Nee, anscheinend will George ihm gar nicht helfen. Hier sonst kann ich nichts machen, ne? Warte mal. Warum geht er da hinten hin, wenn ich hier gucken will? Was ist das hier? Innen am Fensterrahmen ist ein kleiner Knopf. Oh. Aha. Okay. Und sonst hier nichts, ne? Okay, dann laufen wir jetzt einfach mal durch. George, kannst du bitte einmal dahin laufen? Warum? Gestaltet Psst. Sich so. Oh. Wer war das? War das Dwayne? Dwayne, bist du das? Wo kam dieses Psst her? Oder war der in der Dusche hier? Psst! George! Hier drüben! Wo? Hier? Psst! George! Komm rüber ins Bad! Sofort! Ich bin doch im Bad. Hier unten im Abfluss, George! Ach du Dwayne, meine Güte. Sind Sie das? Hi, George. Ich dachte mir, du könntest etwas Hilfe gebrauchen da oben. Hi, Dwayne. Was treiben Sie denn im Gully? Du kennst mich doch, George. Immer mitten im Gewühl. Dwayne, die haben Nico umgelegt. Scheiße. Tut mir wirklich leid, mein Junge. Du begibst dich besser aus der Schusslinie, George, und tu jetzt bloß nichts Unüberlegtes. Die ist bestimmt nicht tot, oder? Die versuchen es immer wieder, einem glaubhaft zu machen, dass da die wichtigen Charaktere sterben, aber das passiert nicht, oder? Tut mir das bitte nicht an. Ich habe einen Schlüssel für die Wäschekammer. Auf dem Weg kommst du raus. Es ist nur so... Ja? Ich komme nicht mit meiner Hand durch, um ihn dir zu geben. Fällt dir was Schlaues ein? Mhm. Weiß Pearl eigentlich, dass sie in Abwässerkanälen rumrutschen, Dwayne? Es gibt einiges, was Pearl nicht über mich weiß, George. Und genau so wird es auch bleiben. Okay. Womit könnten wir denn da was rausholen? Warte mal, wo ist denn mein Inventar?
Mein Inventar? Sind Sie noch da, Dwayne? Klar, George. Mein Inventar ist einfach nur weg. Ich habe einen Schlüssel für die Wäschekammer. Auf dem Weg kommst du raus. Es ist nur so... Ja? Ich komme nicht mit meiner Hand durch, um ihn dir zu geben. Fällt dir was Schlaues ein? Ich würde ja was ausprobieren, wenn ich ins Inventar gehen könnte. Warte mal, vielleicht muss ich hier raus. Warum komme ich nicht ins Inventar? Nein. Nicht zum Hauptmenü. Weiter. Ich habe nur gehofft, ich komme in mein Inventar. Sag mir nicht, das ist irgendein komischer Bug. Inventar. Ach, bin ich doof. Ich bin doch nur im Handtuch. Natürlich habe ich das Inventar nicht. Ich muss mich bestimmt erstmal umziehen und meine Sachen aus dem Spind holen. Oder? Stimmt. Hoffentlich schaffe ich das. Ohne erwischt zu werden, meine ich damit. Hier durch. Niem. Wo war das nochmal? Das war, glaube ich, die andere Seite, ne? War das hier? Ah, endlich kann ich mich wieder anziehen. Okay. Perfekt. Prima. Ich habe alle meine Sachen wieder. Na siehste, das ist das, was ich wollte. Weil ich habe mich schon erschrocken, dass da wieder was nicht stimmt. Okay, dann versuchen wir nochmal wieder zurückzulaufen. Ich hoffe, wir werden nicht erwischt. Nee. Bitte ziehen Sie sich um, bevor Sie reingehen, Senior. Ha. Wie machen wir das denn jetzt? Weil, wie soll das denn funktionieren? Man könnte theoretisch das, die Kette vielleicht benutzen. Büroklammer ist wahrscheinlich zu klein. Das wird wahrscheinlich zu groß sein. Schlüssel. Aber er lässt mich trotzdem durchgehen. Er meckert zwar, aber er lässt mich durchgehen. Das ist schon mal gut. Muss ich mir deswegen keine Gedanken machen. Dann testen wir einfach wieder ein bisschen was aus. Junge, kannst du bitte einmal hier die Treppe runtergehen? Danke. Versuchen wir es zuerst mit der Kette. Kann das funktionieren? Der Rosenkranz würde durchpassen, aber da ist nichts, wo man einen Schlüssel dranhängen könnte. Heißt das, ich muss das mit was verbinden? Was könnte ein Schlüssel... Vielleicht die Büroklammer? An dem Rosenkranz ist jetzt eine Büroklammer befestigt. Perfekt, perfekt. Jetzt aber. Gute Arbeit, George. Ich hänge den Schlüssel dran. Ich muss mich aus dem Staub machen. Pass auf dich auf, mein Junge. Danke, Dwayne. Also ich muss sagen, dafür, dass George denkt, dass Nico tot ist, ist er ja ganz schön entspannt, ne? Keine emotionalen Ausbrüche oder so. Wenn ich daran denke, wie bei Runway? Boah, schrecklich, mein Gedächtnis, ne? Manchmal macht es mir Sorgen. Der Typ halt, seit die Frau da getrauert hat, das war schon dramatisch. Da habe ich sogar geglaubt, dass sie tot ist. Runaway. Doch, das war Runaway. Gina war das, die dann da fast so gut wie gestorben ist, ne? Man gedacht hat, sie ist tot. Ich will hier raus. So. Oh. Houston, wir haben ein Problem. Was machen wir da? Ah, er hat doch gesagt, wir können über die Wäschekammer gehen. Wo ist denn die Wäschekammer? Er hat uns ja den Schlüssel für gegeben. Manchmal bin ich ein bisschen... Ja, ihr wisst Bescheid. Wäschekammer. Wo könnte eine Wäschekammer sein? Oder war das die Wäschekammer? Nein, wir sind da durchgekommen. Das war der ganz normale Eingang. Wir können ja trotzdem testen, ob der Schlüssel passt. Mit der Tür.
Das wäre keine so gute Idee. Okay, aber hier ist ja noch was, ne? Können wir da reingehen? Nee, können wir nicht. Hier ist noch eine Tür. Zu. Man weiß halt nicht, welche Tür das ist. Ich habe nicht aufgepasst. Das ist nicht der richtige Weg. Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Er hat es bestimmt gesagt. Na, komm, George, komm her. Ah, die Tür kann ich gar nicht anklicken. Aber die kann ich anklicken. Perfekt, okay. Wir haben's. Wir haben's, Leute. Wir haben's. Ich bleib aber an dieser Stelle stehen. Es tut mir leid. Die Zeit geht immer so schnell rum, wenn man aufnimmt. Es macht mir auch gerade richtig Spaß. Ja, ich würde an dieser Stelle dann wie immer sagen, Leute, ich wünsche euch doch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.